Es war ein ganz normaler Dienstag. Nichts deutete darauf hin, dass Thomas Gottschalk an diesem Tag mein Leben verändern würde. Im Moment reden alle von Breakdance. Mr. Robot! Los. Besser? Das nennt sich Breakdance. Und wen das interessiert, der kann sich das jetzt auch im Kino anschauen. Es war nur eine Bewegung, aber sie stellte alles auf den Kopf. So, Freunde, wir machen das genauso wie in der Bronx. Wisst ihr was? Von den Kräftgründen, so wie die Rocksteady Kräf. Das heißt nicht Kräf, das heißt Crew. Dann willst du das wissen? Oh, ah, shit. Was soll das heißen? Brechtanz. Die jungen Leute wollen sich ausdrücken. Ja, 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 ja. Individualisierung. Das kennen wir schon, was? Sind Sie der Meinung, dass die Straße der richtige Ort ist zum Tanzen? Ja, wir tanzen diesen Tanz als Solidaritätsbekundung mit den Unterdrückten des kapitalistischen Systems. Freundschaft. Aha. Ich habe im Betrieb jetzt Klodienst. Wie lange? So lange, wie geschissen wird. Und wann's? Wir machen diesen Breaktanz sozialistisch. Eure Halle. Sozialistische Break-Musik. Für uns gab es plötzlich keine Grenzen mehr. Die DDR lag uns zu Füßen. Hier, du bist berühmt. Geht in die Kurse in den FDJ-Clubs. Ja, das hab ich nicht gesagt. Bis das richtig stellen. Wenn Sie mal Probleme mit der Disziplin in der Gruppe haben, irgendwas finden wir bei jedem. Sachen aus Berlin gehört. Die batteln auf der Straße. Batteln. Lass den Motto rein, nicht weiter.